Sehr geehrte Politikerinnen und Politiker, liebe Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl. Mein Name ist Sascha Schröder. Ich bin Eigentümer und Geschäftsführer eines Unternehmens für Spezialtextilien hier in Dresden mit über 30 Mitarbeitern. Wir haben hier am Standort ein in Europa einzigartiges Kompetenzzentrum aufgebaut, in dem universitäre Spitzenforschung und industrielle Produktion vereint sind. 80% unseres Umsatzes erzeugen wir mit kundenspezifischen Produktentwicklungen. Wir setzen dabei konsequent auf technologische Innovation und modernste Produktionsanlagen. Dieser Ansatz lässt sich in meinen Augen heute auf den gesamten Industriestandort Deutschlands übertragen. Technologischer Fortschritt und technologischer Wandel führen dazu, dass traditionelle deutsche Produkte zunehmend an Bedeutung verlieren. Wir stehen damit vor einer Periode der Neuorientierung, sogar der Disruption, die die Industriestrukturen in Deutschland kurzfristig unter einen großen Veränderungsdruck setzt. Es geht dabei weitem nicht mehr nur um günstigere Preise und Produktionsbedingungen im internationalen Wettbewerb. Es geht vor allem um Innovationsbereitschaft und Fähigkeit, also um das Wollen und das Können zur Weiterentwicklung. Nur damit kann die Industrie im zukünftigen internationalen Wettbewerb bestehen. Damit wir in Deutschland unseren auf Industrieproduktion und Exporten basierenden Wohlstand erhalten können, muss die Politik also Spitzentechnologie und Know-how fördern und auch die Unternehmen in ihrer Innovationsfähigkeit unterstützen. Daher mein Appell an Sie, die zukünftigen Bundestagsabgeordneten. Setzen Sie den Fokus auf öffentliche und betriebliche Forschung und Entwicklung. Fördern Sie den Transfer von Wissen zwischen Universitäten, Forschungseinrichtungen und Unternehmen. Forschung und Entwicklung darf dabei kein Selbstzweck sein, sondern sie muss sich immer an betrieblichen Notwendigkeiten und in Produkten niederschlagen. Diese Unterstützung muss permanent sein und Sie müssen auch die Unternehmen in ihrer Innovationsfähigkeit dauerhaft unterstützen. Die Unternehmen brauchen Zeit und Kapital für die notwendigen Anpassungsprozesse.